Hallo und herzlich willkommen zurück zu TKB's Horror Time mit Dead Space 2 und meiner liebreizenden Frau. Das ist Little Doll. So, und letztes Mal. Isaac hat gerade Übungen gemacht. Mit der Waffe. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Ja, darf ich? Brauchst du meine Erlaubnis, um zu sprechen? Ja. Gut, du hast meine Erlaubnis. Wir sind verheiratet. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich in letzter Zeit immer so drauf besteht, dass du deine eigene Moderation machst. Okay, kann ich gern machen. Gut. Ja, siehst du mal, oh Gott, das hätte ich alles ausnutzen können hier. Naja. Und du bist in der Ecke und lässt dich von den Kleinen da erledigen. Ja, das war ein absolut bescheidener Kampf, den ich da geliefert habe. Aber, naja, man kann aber schlechte Kämpfe machen. Ansonsten brilliere ich dann wieder in anderen Situationen. Wir reden irgendwie zu zahm, fällt mir gerade ein. Wir tun überhaupt keine harten Schimpfworte benutzen oder so. Toll gewählt, drücken wir uns aus. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich kann nicht wirklich fluchen. Ich kann das gut, vor allem in Super Meat Boy. Kann ich das da gut? Ich glaube, das Höchste, was ich sage, das Schmutzigste, was ich sage beim Spielen, ist Scheiße. Das war's aber auch. Ja, ich tue auch nicht so harte Worte sagen. Oh, was mir da aufgefallen ist, der Let's Player Markiplier aus Amerika, der flucht wie ein Rohrspatz in seinen LPs, aber er benutzt eigene Fantasieworte. Deswegen sein Fluchen eigentlich voll harmlos klingt. Naja, manchmal rutscht ihm auch immer trotzdem rein Fuck raus. Aber, meistens bei editierten Fanvideos ist es dann auch gegen Duck ersetzt. Ja. So, machen wir das hier mal auf. Er hat vor allem so ein Wort, das kennt besonders gut. Belloni. Das sagt er immer, wenn ihm was nicht gefällt. Ja. Und wir hacken wieder. Ach, ich liebe dieses Zukunftshacken. Ich glaube, das Belloni-Wort hast du auch schon geklaut hier. Das hast du auch schon mal gesagt. Ja, glaube ich auch. So, Munition habe ich jetzt eigentlich mittlerweile... ich würde mir die andere Waffe benutzen, sollte ich auch mal. Obwohl du davon nicht die Munition kaufen kannst. Ist doch jetzt egal. Bist du am Leben, oder? Nein, jetzt nicht mehr. Erinnert mich irgendwie gerade an South Park. Aber ich habe hier das Kommando. Jetzt nicht mehr. Welche Folge ist das? Isaac. Mit den Terroristen. Die Schritte können den Marker zerstören. Schritt 1. Krieche in die dunkle Maschine. Schritt 2. Die Schrauben sind so fest. So fest. Ich verstehe nicht. Oh, nein, er ist zurück. Nein, 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 nein. Die Schrauben sind fest. Und ich meine die 24-Verarsche. So. Ja, genau. Aber es hatte was mit Terroristen zu tun. Nicht so viele Credits und gar keine Textlogs mehr, auch keine Audiologs. Komisch. Tja, weniger zu lesen für mich. Hallo Tightman. Mich würde jetzt mal was interessieren, ob die Leute das vielleicht sogar von sich aus wollen, denn wir haben eventuell vor, mal in näherer Zukunft mal vielleicht Facecam einzusetzen. Ob den Leuten das gefällt. Es könnte vielleicht ganz witzig sein. Wie, du Stück Scheiße, da wird ja mal im Spiel geflucht. Aber wer hat das gesagt? Da hinten. Da ist noch jemand am Leben? Oh nee, wenn du zu ihr gehst, wird sie sterben. Du darfst nicht zu ihr gehen. Ja, ich sollte sie einfach kämpfen lassen. Ja, solltest du. Sie ist, glaube ich, sicherer, wenn wir sie nie treffen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt den, um darauf zu scripten. Oh, da kommt was. Ah, du kannst dir immerhin etwas abnehmen. Genau, ich stehe noch. Komm doch. Mann, die hat's ja ganz schön drauf, die Frau. Ich komme ja. Hat sie erst mit dir ein bisschen gelootet. Die hat einen Plasma-Cutter benutzt, oder? Ja. Was, du willst weiterkämpfen? Was bist du denn für eine? Die gefällt mir. Oh, hey. Bleiben Sie zurück. Wenn Sie reden wollen, dann von da aus. Dann will ich, Sie wollen mir helfen. Der Letzte, der das behauptet hat, wollte mich töten. Ganz ruhig. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Ganz genau. Und wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Sie hat's richtig drauf. Sie sollte niemandem vertrauen. Richtig. Also sollten wir ihr vertrauen? Sie ist eine Verrückte, also ja. Ja, unserer Logik nach, ja. Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Ich bin Isaac. Sie sieht irgendwie indianisch aus. Und sexy. Was wollen Sie, Isaac? Ich versuche, zum Transitknoten durchzukommen. Ich muss unbedingt zum Regierungssektor. Und was glauben Sie, was wir hier versuchen? Oh, Entschuldigung. Hey, ich kann Ihnen helfen.
Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben. Meinen Sie nicht auch? Keine Chance, Isaac. Andere Leute sind nur Ballast. Na, zu Recht. Ich öffne Ihnen die Tür. Aber danach sind Sie allein. Und bitte, folgen Sie mir nicht, okay? Das macht sie sympathisch. Warten Sie. Sie will nicht, dass wir sie begleiten. Ich kenne diesen Namen, aber ich sag nicht, wo ich ihn schon mal gehört habe. Das wäre nämlich, glaube ich, ein Spoiler. Jupp. Falls du ihn an der richtigen Stelle, in der richtigen Verbindung gehört hast, ja. Dann wäre es ein Spoiler. Oh. Das ist jedenfalls was Neues. Eine andere Überlebende, die ähnlich wie Isaac alleine kämpft. Cool. Impuls haben wir? Endlich! Ah, da sind sie! Nice. Wurde auch mal Zeit. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich würde in Dead Space den Ripper nehmen, weil ich finde diese Vorstellung mit Kreissägen zu schießen voll cool. Du kannst ja gerne ein eigenes Let's Play machen, wenn du dich dann traust. Nee, ich glaube, dann spiele ich es privat, weil ich es ja jetzt schon mit dir kennengelernt habe. Ich glaube, Horrorspiele funktionieren blind besser. Also, bei mir. Och nö. Ich höre was. Jetzt schon wieder. Ach so, die. Guck, da hast du wieder dein bewachsenes Zeug. Ja, aber diesmal ist es irgendwie ein bisschen anders. Verdammt, ich wollte eigentlich das Ding selbst benutzen. Das ist eine Speicherstation. Ich weiß, aber zuerst mal wird das hier benutzt. Ah, das Schema runterladen, Impulsprojektile kaufen. Ja. Ich glaube, mittlerweile habe ich genug. Und du kannst ein paar Halbleiter, glaube ich. Genau, verkaufen. 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 Bewegen. Kaufen, verkaufen. Wie bei Aktien. Bewegen. Bewegen. So, wir holen uns nochmal. Genau, Munition, wenn wir noch welche haben. Haben wir noch welche? Ne, wir haben keine mehr. Wir müssen also wieder welche kaufen. Aber wir können mal ein paar von denen hier benutzen. Ja. Klein. So, wie du dich da so, verletzt hast. Jetzt haben wir uns mal kurz ein paar geholt, damit ich mich mal heilen kann. Benutzen wir uns ein bisschen hier rüber. Okay, noch eins. Noch eins. Okay, passt. So, das andere kann wieder weg. Und wir holen uns wieder zwei mittlere. Wegen, wegen. Und das hier verschieben. So, wir holen uns mal ein bisschen Muni. Für unsere Wummi. Das war gut. Schöner so. Reim. Ja. Und noch ein. So, dürfte jetzt wieder. Okay, noch ein. Oder? Nee, reicht, reicht. So, dann wird jetzt mal gespeichert. Und dann erwarten wir die Nekromorph. Jupp, die garantiert hier kommen, weil dieser Raum ist eindeutig dafür. Außerdem erwarte ich auf die nächsten Halluzinationen mit Nicole und es gibt bestimmt auch 10 mit dieser Ellie. Und außerdem wissen wir nicht, was jetzt mit Stross ist. Jupp. Der wurde wohl irgendwie geschnappt, aber. Du meinst, er ist übergeschnappt, hä? Nee, der hat ja gesagt, es wird ja dafür eingesetzt, den Marker zu zerstören. Er scheint also schon in den Händen von der Regierung zu sein, aber irgendwie scheint er noch Kontakt mit dir halten zu können. Vielleicht soll er dich dazu bringen, dass du zu ihm kommst, weil Isaac ist ja auch wichtig für die Regierung. Nimm doch dein Impulsprojektil. Achso, du nimmst es mit dem Arm. Gott, das war der lahmste Kampf aller Zeiten. Ja. Müsste das jetzt sein? Das war widerlich. Ach komm, ich will nur ein bisschen mit ein paar Armen oder so schießen von dir. Ach, dann schüttel ich euch halt ab. Oder so. Au, au, au. Hat wehgetan. Nein. Hat gejuckt. Kein bisschen. Guck, ich habe keine Energie verloren. Die paar haben mir nichts gemacht. So, aber hier ist noch irgendwo so ein gebildetes Atmet. Das wäre ich doch. Das ist nennt mich an diese Gasausatmer. Hier, sowas will ich haben. Sowas. Ist das so eine Art Gundam? Sieht aus wie ein Gundam-Anzug. Sowas brauche ich. Ja, aber du weißt, dass ein Gundam 15 Meter groß ist? Ja, genau. Sowas brauche ich. Ja, sowas braucht ihr. Wo ist das? Ich glaube, die Japan hat einen echten Gundam gebaut, aber ich weiß nicht, ob er auch einsatzfähig ist. Na? Ach ja, falls ihr nicht wisst, was ein Gundam ist, das ist der Mecha-Anime, würde ich mal sagen. Verdammt. Also du kämpfst irgendwie gerade nur noch mit Körperkräften und Körperteilen und deine Kampfart ist ekelhaft geworden. Ja, yeah, schön an dir vorbeigekotzt. Was kommt, Schüler? Sind wir in der Schule? Tja. Nekromorph? Ich höre überall. Die sind überall, ja.
So, jetzt müssen wir erstmal um die Dinger hier kümmern. Schade, das war cool. Das mache ich jetzt schon zum dritten Mal. Trotzdem, jetzt sehe ich es erstmal so richtig, wie das aussieht. Verdammt. Oh, da liegt noch was. Ja, da wohl's. So. Und jetzt schieße. Nein. Genau das wollte ich machen. Hä? Wie das nicht funktioniert? Er ist kaputt, oder? Nein, ist er nicht. Deswegen hat es nicht funktioniert. Hä? Aber der war doch eben platt. Wieso ist der jetzt wieder da? Ich meine, irgendwie sieht das voll pervers aus. Ah, da ist das andere Ding. Da soll das ein Herz sein. Und schon wieder mit Armen. Dann halt so. Geht da kommt voll Blut raus. Oder Saft, keine Ahnung. Ich glaube, es ist Blut, es ist Rot. So. Warte jetzt hier nicht ewig mit den Dingern rum. Übrigens, es ist ein Irrglauben, dass Blut, das in unseren Körpern fließt, blau ist. Nur weil unsere Adern bläulich aussehen. Das hat was mit der Lichtbrechung zu tun durch unsere Haut. Unser Blut ist immer rot, auch in uns drin. Yep. Ansonsten müsste es ja eigentlich erstmal blau rauskommen und sich dann langsam rot färben. So schnell geht es nicht mit dem Sauerstoff. Ach da. An der Decke sucht man nie was. So, jetzt habe ich endlich alle erledigt, oder? Es tut mir leid, dass ich immer diese random Facts bringe, während mein Mann Panikromor verschießt, aber ich habe das Gefühl, irgendwie fällt mir das immer dann ein. Ja, und ich sag da auch nichts mehr dagegen. Und was soll ich da auch zu sagen? Ich lass dich einfach reden. Hey, M&M's. Da, neben dir. Nein, darum geht's nicht. Ich will gerade hören. Da. Ich sehe ihn doch. Was? Och. Oh, neue Gegner. Wo auch immer ihr plötzlich herkommt. Der hat aber eben interessant gesprüht. Jo. So. Da kann ich nicht rein? Ne, kann ich nicht. Oder ist es hier so was für ein Knoten? Ne? Nee, Knoten. Gut, dann gehe ich jetzt hier nochmal weiter. Titanstation, was in dem tatsächlich Grundschule. Sehr, genau. Öffne nicht die Tür. Oh doch. Sind das Preise von den Kindern? Wie sieht's mit Munition aus? Okay, dann wechsle ich mir jetzt mal wieder zum Dings. Gut, die Richtung. Ich finde es immer witzig, wie du den Plasma-Cutter drehen kannst. Oh, wie niedlich. Boing. Oh. Ja, arme Schule, die wird jetzt. Hier ist schon alles tot, wie man sieht. A favorite part of the year. I like spending time at the concourse. Hanging out with my friend Cory and Prime. Was ist der Konkurs? Ich habe keine Ahnung. Aber dieses Figürchen da ist creepy. Ja. So. Tja, alles erledigt. Wenn die Necromorph irgendwo auftauchen, ist es vorbei. Das war aber ein kleines. Was wollte ich? Haben wir ja im ersten Teil gesehen. Ein Necromorph ist auf dieses Militärschiff gekommen. Und was ist passiert mit dem Militärschiff? Hier geht's eher um diese Bilder. Die sind voll creepy. Haben das echt die Kinder gemalt? Vor allem das. Ich würde mir ein paar Sorgen machen, wenn mein Kind mir solche Bilder nach Hause bringen wird. Malstift. Kann ich malen? Oh, das ist wieder... Bilderbär? Bilderbär? Ja, ich muss erstmal kurz kratzen. Moment. Alles juckt. Da weiß nicht mal mit der Saison. Gut, weiter geht's. Die wird sterben. Es ist explodiert. Irgendwie sah gerade mein Zielpunkt wie dot 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 aus. Nach dieser Aktion. Tja. Das heißt, dieses komische Baby ist ein Creeper. Aber es gab doch schon den Space Creeper. Wieso das Ding? Achso, das versucht die Tür zu öffnen. Hab ich oh nicht. Gott, diese Schule ist bis jetzt das Creepigste hier. Nein. 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 Okay, so trinkt man also. Kann ich auch trinken? Wieso sind gerade Schulen und sowas in Horrorspielen so creepy? Weil das also ein Hafen der Sicherheit ist. Wo unsere Kleinen aufwachsen und lernen und spielen. Das ist ja eine Kinderkrippe. Und diese Beleuchtung ist auch wieder creepy. Achso, da sind sie! Okay, Föten, Kinder und jetzt Säuglinge. Die Necromorph machen vor nichts halt.
Yep. Kein Wunder, dass dieses Spiel fast indiziert worden wäre. Besonders, dass sie aus denen lebende Bomben machen. Ja. Aber diese Frau war eindeutig verrückt. Sie hat das Nekromorph-Baby in den Arm genommen. Das ging ja voll daneben. Die Babys creepy, die sind voll so exorzistenmäßig, wie die da rumlaufen. Ich wollte doch weglaufen. Da war irgendwas im Weg. Oh, das hat nicht so viel Schaden gemacht. Das war ein Weg. Dieses kleine Scheißding war im Weg. Der Stuhl. Und da kannst du. Der Timeout-Stuhl. Ist das ironisch? Ja. Und wieso in 3 Doppel zusammen kannst du diesen Stuhl nicht wegkicken? Weil er nicht dazu programmiert worden ist, natürlich. Gott, sie sind überall. Ich habe jetzt gerade lieber Schiss vor diesem Raum gehabt. Ich meine, die ganze Zeit fand ich schon creepy. Das mit dem Timerstuhl ist gerade einfach zu köstlich gewesen. Yeah, da ist ein Babykopf, der dich so fliegt. Oh, du willst in der Krippe werfen. Das hat dich viel gebracht. Doch, es tötet sie. Oh, tatsächlich. Das mache ich jetzt schon zum 5. Mal. Sag mal, du hast echt eine ziemlich... Ja, ich habe gedacht, sie müssen explodieren. Wie jetzt? Mache ich jetzt schon zum 5. Mal. Und jetzt fällt dir das erst auf? Ich habe gedacht, die müssen explodieren. Wie jetzt? Das mache ich jetzt zum 5. Mal so. Mir ist es zum ersten Mal aufgefallen. Wir haben noch 3 Minuten. Deine Auffassungsgabe wieder mal. Hier hat so viel Spaß mit dem Timeout-Stuhl. Da steht der noch. Das ist ein neuer. Du hast ihn hier runterfallen lassen. Oder sind mehrere von denen? Ja, das ist der einzige. Meinst du, die sind alle so brav, oder was? Nee, mal gibt's nur einen Timeout-Stuhl. Ah, warte mal, aber ich habe eine neue kleine eingesammelt. Nice. Oder habe ich den alten gar nicht weggelegt? Na, wie auch immer. Oh, der Lehrer sieht nicht so gut aus. Tja. Kinder sind hier allerdings keine mehr. Doch, diese Kinder sind noch da, aber nicht so, wie du dir das vorstellst. Die Babys haben wir schon alle umgebracht. Ach so, du meinst die Kinder, ja. Die sind schon alle gestorben. Also Nekromorph gehen ziemlich brutal vor bei ihrem Töten, oder? Bericht 8022 der Schulschwester. Die Kinder finden viel zu wild auf dem Spielplatz. Gestern haben sie Schüler mit Kratzern und Aufschürfungen hier fast die Klinke in die Hand gegeben. Ein paar der Verletzungen waren so schwer, dass die Kinder ins Krankenhaus mussten. Ich mag altmodisch sein, aber ich glaube, das gehört zu den Problemen, Kinder auf einer Raumstation aufwachsen. Kinder brauchen einen Planeten mit frischer Luft und freiem Gelände, auf dem sie spielen können. Ansonsten drehen sie durch und fangen an, sich gegenseitig weh zu tun. Das alles in meinen Augen kein Platz für eine junge Familie. Ein recht normaler Bericht eigentlich. Ja. Genau. Ja. Sonst haben wir wieder die Masern, wie im Moment in Berlin. Yep. Und vergesst nicht, dass die Masern für kleine Babys tödlich sind. Irgendwas macht da drüben Krach. Naja, das ist eine Speicherstation. Meinst du, wir verkürzen den Part mal ein bisschen? Ja, es sind nur noch 1 Minute. Genau, dann würde ich sagen, speichern wir, nachdem wir diese wunderschöne Creepiness erlebt haben. Ah, endlich der letzte Gehirn. Ich möchte die Parts immer zwischen 15 und 25 Minuten haben. Da ist so 19 Minuten ein absolut schönes Mittelmaß. Gut. Also dann. Dann, ich hoffe, ihr hattet wieder genauso viel Spaß beim Zusehen, wie ihr beim Machen von dem Part. Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis denne.